Die Stadt, wenn man fast alles selber machen kann, herstellen kann, vielleicht ganz kurz zu mir. Nils Böing, also mit mehreren Leben. Und ein Leben hat 2011 mit dem Fernsehfestival St. Pauli begonnen. Das hatte ich mit Axel, der sitzt da vorne, gestartet. Da gab es noch nicht viele Fablabs, noch nicht mal in Deutschland. Und es war nur eine verrückte Idee. Die Medien haben es auch nicht verstanden und haben gedacht, das ist doch irgendwie eine Graswurzelbewegung, das ist doch nicht relevant. Inzwischen ist es sehr relevant geworden. Also Fablabs gibt es irgendwie 200 weltweit. Aber jetzt reden wir über die nächste Stufe, also über die Fab City. Genau, das Problem, wir müssen ja erstmal über ein Problem reden, die Sachen sind ja nicht einfach nur ein Selbstzweck. Und zwar haben wir ja in den letzten 50, 60 Jahren ein interessantes Phänomen erlebt, dass jedenfalls in den westlichen Großstädten die Produktion verschwunden ist. Also früher sah das mal so aus und heute sieht es so aus. Und jetzt haben wir während der Pandemie gemerkt, dass die Lieferketten stottern, die Container türmen sich irgendwo, man weiß nicht, wo sie sind. Gleichzeitig fahren Schiffe leer über die Weltmeere, die Lieferanten sagen, mir fehlen die Vorprodukte. Dann bricht ein Krieg in der Ukraine aus, jetzt fehlen noch mehr Vorprodukte und vielleicht auch andere Rohstoffe. Und was Städte anbelangt generell, das gilt dann auch für die Industriestädte, die sich jetzt zum Beispiel in China gebildet haben, dass sie natürlich keine Orte der Nachhaltigkeit sind. Und zwar eigentlich egal, ob sie jetzt große Industriestädte sind oder Dienstleistungsstädte, so wie hier in Hamburg. Deswegen zum einen, aber vor allem in der Zahl da oben, 50% der Menschheit lebt in Städten, ist es vielleicht eine sehr schlaue Idee, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, über Städte zu reden und auch da anzufangen, gar nicht so sehr, wie viel CO2-Emissionen hat ein Nationalstaat wie Deutschland oder Frankreich, sondern die Städte können selber relativ viel auf den Weg bringen. Das haben auch viele Großstädte schon in eigenen Klimaprogrammen gemacht. Besonders stark ist die Diskrepanz zum Beispiel in den USA. Da gibt es eine große Klimaschutzkoalition der Städte, während die US-Bundesregierung eigentlich nicht so viel auf den Weg bringt. Also unter Trump hat es ja eher stillgestanden. Aber das muss einen gar nicht so schockieren, wie das dann immer in den Schlagzeilen ist. Die Städte können einiges bewegen. Im Moment ist es allerdings so, dass sie halt auch wahnsinnig viel hin und her bewegen. Das ist natürlich in einer Hafenstadt wie Hamburg ganz extrem. Wir sind so der Hauptumschlagsort, nicht nur für Deutschland, sondern auch zum großen Teil für Skandinavien, für Osteuropa. Das heißt, es geht ganz viel hier nach Hamburg rein und geht oft als Müll wieder raus. Also gut, es geht natürlich auch über den Fiederverkehr auf den Containerschiffen raus, aber das ist ein Problem, dass unser Müllaufkommen, in dem Fall ist es jetzt immer so eine globale Kurve, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, ziemlich schmutzig da oben landen für 2100. So, und jetzt haben sich einige Leute vor inzwischen 8 Jahren eine Vision ausgedacht. Und das ist eben die besagte Fab City. Und als das 2014 beschlossen wurde, wurde es quasi als Ziel ausgegeben, okay, in 40 Jahren von heute, das ist dann 2054, produziert eine Fab City alles, was sie selber braucht. Und auf der naja, das ist jetzt die alte Seite der Fab City Global Alliance. Da gab es dann diese schöne Uhr, die immer zurücktickt. Wie viel Zeit haben wir noch, um das Ziel zu verwirklichen? Also das war jetzt auch im Januar. 32 Jahre ist nicht so viel. Das ist schon sehr ehrgeizig. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber probieren kann man das ja mal. Es gibt jetzt quasi diese zwei Paradigmen, die da immer gegenübergestellt werden. Also das, was auf der linken Seite sehen, das ist das, was wir jetzt haben. Das wird immer so schön abgekürzt. PITO, Product in Trash Out. Und da seht ihr in so einer Grafik, wie alles um den Erdball gefahren wird, damit man am Ende hier ein Handy hat, einen Joghurtbecher, was auch immer.
in der rechten Vision, die sich dann Dido nennt, Data In, Data Out, zirkuliert eigentlich alles immer. Also es ist dann quasi die perfekte Kreislaufwirtschaft auf dem Gebiet einer Stadt- oder Metropolregion. Und das, was die Stadtgrenzen noch passiert, im Idealfall, im sehr radikalen Idealfall, das sind halt die Datensätze von Produkten. Im Wesentlichen Open Source Sachen, das ist eine weitere Idee, Open Hardware. Das heißt, der Welthandel würde in dieser Zukunftsvision rein digital sein. Irgendjemand in Shanghai oder in Rio hat ein ganz tolles neues Design für eine Batterie, für ein Handy, für ein, weiß nicht, Fahrrad aus nachwachsendem Rohstoff, wird in ein idealerweise globales Repository gestellt, dann kann man das in Hamburg runterladen, dann geht man an die neuen Produktionsorte und stellt sich das dann dort her. Das ist ungefähr in sehr kurz gesagt die Vision. Diese Fab City Global Initiative hat ein bisschen unter 40 Städte, die sich hier offiziell angeschlossen haben. Eine davon ist die Stadt Hamburg 2019. Das läuft jetzt tatsächlich auch auf einer sehr offiziellen Ebene ab. Also das heißt, der Senat oder für den Senat die Wirtschaftsbehörde hat quasi eine ganz formale Bewerbung an diese Fab City Global Alliance geschickt. Und auf dem Jahressummit 2019 wurde habe ich dann offiziell aufgenommen. Ihr seht zum Beispiel bei so einer Bezeichnung Auvergne-Rhône-Alpes, das sind nicht nur Städte, Großstädte sind zum Teil auch wirklich Regionen, also in dem Fall eine französische Region. Vielleicht muss man das, den Begriff Stadt auch nicht ganz wörtlich nehmen, zumal viele große Regionen in der Nähe von Großstädten sehr viele Züge von der Stadt aufweisen. Wie ich eben erwähnt habe, eine zentrale Idee dabei ist im Ansatz von Open Source Hardware ins Zentrum zu stellen, also nicht das klassische Industriemodell. Ich entwickle was, dann habe ich ein Patent drauf, dann habe ich 20 Jahre Ruhe, also habe ich 20 Jahre Monopol, da kann keiner das nachbauen. Und in der Zeit muss ich natürlich viel Geld damit machen. Und in der Realität ist alles viel komplizierter. Dann gibt es auch ganz viele andere Patente und dann wird auch nach 20 Jahren noch ein neues Patent gemacht und so weiter. Aber nach dem Vorbild der Open Source Software sollen auch hier im Idealfall 2054 alles, ihr könnt euch umgucken, Hocker, Bildschirm, Lampen, Strahler, all das wäre Open Hardware, das heißt, es ist dokumentiert im Netz. Ihr findet dann Bauanleitung, Materialliste, wenn Software nötig ist zur Steuerung, auch die kann man dort bekommen. Und dann könnt ihr es einfach machen. Und durch die Open Source Lizenzen ist das dann auch erlaubt. Und das kann im Prinzip sogar günstiger sein. Ob das jetzt für alles gelten wird, weiß noch niemand. Müsste man mal weiter durchrechnen. Das ist jetzt hier nur so ein Beispiel für einen großen Open Hardware Drucker, BigRap, also beziehungsweise das Open Hardware Pendant. Wenn ihr das kommerziell kauft, zahlt ihr 50.000. Wenn ihr es selber baut, könnt ihr es für 10.000 hinbekommen, sodass es funktionsfähig ist. Macht schon einen Unterschied. Und das ist ungefähr ein Meter Kantenlänge, also so ein Meterwürfel vom Bauraum. So, also 2019 hat Hamburg gesagt, wir sind jetzt auf Fab City und dann geht die Arbeit los. Und Hamburg hat Arbeit. Also wenn ihr euch diese Zahlen anguckt, da ist noch einiges zu tun. 825.000 Tonnen Abfall im Jahr 2017. Mit denen muss irgendwas passieren. Die bleiben auch nicht alle in Hamburg, sondern ein Teil wird auch irgendwo in der Welt verschwinden. Treibhausgasemissionen, fast 17 Millionen Tonnen, auch beachtlich. Erneuerbare Energien unter 5%. Das ist nicht so doll, auch wenn da viele schöne Windräder hinten im Hafen stehen. Okay, da war wohl ich noch am Netz.
Interessant finde ich aber auch und wichtig, Rückgang von Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe, seit 1990 70%. Was wächst nach? Bürojobs, Kreativwirtschaft, Pixelschubsen, solche Sachen. Das reicht aber nicht, um eine Fab City zu werden. Also es braucht auch Leute, die wieder mit dem ganzen Zeug umgehen können, mit den Materialien, den Rohstoffen, den Maschinen. Das heißt, da muss ganz viel gelernt werden. Beim Handwerk ist auch ein Rückgang zu verzeichnen, der wahrscheinlich immer weiter zurückgeht, auch noch größer ist. Das heißt, Städte wie Hamburg und bei einigen anderen ist es noch viel krasser, ist die Fähigkeit, selber was herzustellen, einfach enorm geschrumpft in den letzten Jahrzehnten. Das ist natürlich für diese Vision von 2054 ein wirklich großes Problem. So, der Fab City Hamburg e.V. hat sich jetzt 2020 gegründet und eigentlich so eine unmögliche Aufgabe vorgenommen. Ja, wir fangen mal mit 20 Institutionen, Startups, Labs an, um dieses Projekt anzuschieben. Und die Idee ist natürlich, dass das alles viel größer wird. Und wenn wir hier vielleicht in 3 bis 5 Jahren wieder sind, diese Karte voll mit Sprengseln ist, was alles zur Fab City gehört an tollen Dingen. Und was macht jetzt Fab City Hamburg? Also ein Teil, der begonnen hat, ist zum Beispiel solche Workshops anzubieten, in die Open Hardware 3D-Drucker gebaut werden, neue Labs einzurichten. Also wir haben jetzt ungefähr 5 Fab Labs oder Makerspaces oder wie ihr das immer nennen wollt in der Stadt. Aber das soll viel mehr werden. Vielleicht 1 pro Stadtteil, das wird man sehen, aber auf jeden Fall viel mehr in der ganzen Stadt Hamburg. Und die müssen ja mit einer Geräteausstattung anfangen. Unser Fab Lab zum Beispiel hat noch so einen Mischmaschinenpark. Das heißt, die ersten 3D-Drucker haben wir selber gebaut. Das war günstig, man hat auch was gelernt. Den Lasercutter haben wir gemietet, weil er zu teuer ist. Die CNC-Fräser mit der Achsel mit anderen gebaut, das ist wieder ein Eigengewächs. Und dann gibt es aber auch immer so Sachen, die sind angeschafft. Die Idee ist eigentlich, dass diese neuen Labs, Open Labs, von vornherein ihren Maschinenpark als Open Hardware haben. Das heißt, sie bauen sich das selber. Zum Beispiel im Fab City Haus, das, wenn das alles klappt, irgendwann in diesem Gebäude zu finden sein wird. Das ist ja sozusagen das Headquarter für den Maschinennachschub, um weitere Labs zu bauen. Und auch andere, also es gibt noch mehr als 3D-Drucker. Es gibt auch, es gab einen Workshop vor ein paar Monaten, ich weiß nicht von wie viel, was dieses oder letztes Jahr. Da konnte man Lasercutter bauen. Das ist nämlich noch ein interessantes Ding. Die sind bisher immer sehr teuer gewesen, sind aber bei uns im Fab Lab eigentlich schon seit langem so das beliebteste Gerät. Weil das hier, das dauert einfach ziemlich lange und es hat auch immer noch seine Tücken. Im Lasercutter geht das alles ganz schnell und es ist ein bisschen mehr Spielzeugcharakter, würde ich sagen. Dann ein großes Projekt, was vom Fab City Hamburg e.V. mit anderen zusammen, also 3 anderen Institutionen oder Partnern entwickelt wird. Das ist so eine Art Betriebssystem für alle Fab Cities. Das heißt, wenn irgendwann diese Idee in Gang kommt, und das soll ja wirklich bald mal zumindest starten, wo werden denn diese ganzen Bauanleitungen und solche Sachen abgespeichert? Ja, man wird es jetzt nicht in die Wikipedia packen oder auf irgendwelchen obskuren Servern, wo man sie nie wiederfindet. Dieses Fab City OS ist eigentlich genau dafür gedacht, in einer bestimmten und standardisierten Form diese ganzen Anleitungen und Datensätze zu speichern, sodass alle Fab Cities darauf zugreifen können und auch alle Bewohnerinnen der Stadt oder Unternehmen. Das läuft bis Ende nächstes Jahr. Wir gucken, wollen wir mal hoffen, dass wir dann da schon ein paar Produkte finden. Das ist eine andere Geschichte, falls hier erfinderische Menschen im Raum sind. Es gibt, wenn sich gerade irgendwie eine Corona-Wette ganz doll am Wüten ist, immer dienstags oder in der Regel dienstags die Gelegenheit,
bei unserer Fab City Incubator Sprechstunde vorbeizukommen und mal zu sagen, ich habe hier eine tolle Idee für was auch immer. Was könnte dieser Idee der Kreislaufwirtschaft, der Nachhaltigkeit, des Selbermachens helfen? Ich habe vielleicht eine Idee für einen Besteck für Suppenschalen, ich habe eine Idee für irgendwas anderes Elektronisches, aber was schon nützlich sein soll, im Idealfall auch recycelbar, das heißt vielleicht ist auch modular gebaut. Und einige Sachen, die besonders vielversprechend sind, die könnte man dann auch im Fablab zu einem richtigen Prototyp fertig bauen. Also dafür gibt es auch ein Budget. Deswegen, also ihr seid eingeladen, wenn bei euch was rattert, ich würde das gerne mal ausprobieren. Geht dahin, nehmt Kontakt auf, Axel und noch ein paar andere geben euch auch so Feedback, was an der Idee gut ist oder was noch nicht funktioniert vielleicht, weil es geht ja darum, dass man on the long run die Dinge selber macht. Da muss man auch wissen, wie das geht und vielleicht muss man auch nicht alles nur nachbauen, was wir jetzt im Angebot haben. Es könnte auch sein, dass man von 60% der Konsumgüter sagt, Schrott, brauchen wir nicht. Genau, und das ist nämlich dann zum Beispiel das zwei Fragen, die ich sehr wichtig finde. Was können wir schon selber bauen? Und ich glaube, das ist leider noch nicht viel. Was müssen wir selber bauen? Also was müssen wir vielleicht selber bauen können bis 2030? Was müssen wir alles selber bauen können bis 2054, wenn wir diese radikale Vision ernst nehmen? Dass man in diesen Labs zum Beispiel, und ich rede jetzt noch nicht mal von professionellen Produktionsorten, Unternehmen mit Berghallen, dass man da schon ein bisschen mehr machen kann als solche Sachen ausdrucken. Da will ich euch noch kurz drei Beispiele zeigen. Das ist das DIY-Cellphone. Das ist jetzt schon ein älteres Projekt vor 8 Jahren. Da haben wir knapp 50 Stück in Pulp Fiction aus St. Pauli gebaut, in so einer Handymanufaktur, wie wir es damals genannt haben. Das war jetzt kein Smartphone, aber es war ein funktionierendes Handy. Und es waren ungefähr 70 Teile, die man einer bestimmten Anleitung zusammenlötet. Jetzt geht es leider nicht mehr, weil das GSM-Netz abgeschaltet ist. Aber man konnte dann mit den anderen Geräten, Lasercutter-Drucker zum Beispiel, die Gehäuse machen. Es geht eben nicht nur um eine Maschine. Super, ich kann drucken, super, ich kann cutten, super, ich kann fräsen. Und du kannst für solche komplexen Produkte eigentlich den gesamten Maschinenpark einsetzen. Dann haben wir hier Hydro Solar, das ist ein Solarladewandler, um die Spannung von Solarzellen, zum Beispiel auf Autobatterien, beim Ladevorgang runterzuregeln, ist über 2 Jahre auch im Fablab St. Pauli entstanden. Das hat eine Gruppe gemacht, die hat Martin Jäger mal zusammengetrommelt. Das ist auch ein Open Hardware Produkt so angelegt. Und das ist schon recht komplex, wie ihr seht. Und an dieser Holzblende könnt ihr auch sehen, dass zum Beispiel ein Lasercutter gemacht. Auch diese Beschriftung der verschiedenen Ports. Und gedruckte Teile sind auch drin, 3D-gedruckte Teile. Und dann immer eins meiner Lieblingsbeispiele, weil vielleicht reden wir auch darüber, dass wir mehr Sachen wieder reparieren und nicht alles wegschmeißen, weil ein Zahnrad kaputt ist oder eben so ein Pille-Palette-Teil wie so ein Spinnenhalter für den Duschvorhang. Also auch das kann man aus dem Drucker zum Beispiel machen. Man muss sich halt die Mühe machen, es nachzumodellieren am Rechner, um so ein CAD-Modell rauszukriegen. Aber das ist alles machbar. Und manchmal ist es wirklich nur ein Zahnrad, was fehlt, was man nirgendwo nachbestellen kann, damit eine kleine, mittlere oder große Maschine wieder läuft. Und sonst wäre sie vielleicht Stahlschrott geworden oder sonst wie Elektroschrott. Und sowas, das wäre halt toll, wenn das bei dieser Incubator-Sprechstunde Ideen kommen. Es wird jetzt auch in Kürze eine Fab City Maker Challenge geben. Da müsst ihr dann mal auf die Webseite gucken, fabcity.hamburg. Das heißt, das ist ein Ideenwettbewerb, wirklich für alle in der Stadt einreichen. Das wird dann auch, die guten Ideen werden von der Jury ausgewählt und dann auch als Prototyp gebaut.
Weil wir wollen ja jetzt anfangen, schon mal die Ideen zu sammeln, die dann zum Beispiel wieder in dieses FabCity-Betriebssystem reinwandern und dann, wo man dann wirklich in dem Katalog nachgucken kann. Also ich weiß nicht, wie Amazon nur für selber machen, wenn es gut läuft. Ja, das war's schon. Und wenn ihr jetzt Fragen oder selber Ideen habt, dann nur her damit.